Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei World of Gamble. Ich spiele heute Days After. Komischerweise am Dienstag ist immer hier dieser eine Fehler. Naja, egal. Ich spiele heute Days After und ich wünsche euch viel Spaß. Geht los. Ich habe kaputten Rucksack, kaputtes Oberteil, kaputte Handschuhe. Handschuh-Oberteil. Ich glaube, die habe ich auch noch in meiner Truhe. Ja, genau. Handschuhe-Oberteil habe ich in der Truhe. Einen Rucksack habe ich auch noch. Nehmen wir Fussis aber mit, den Rucksack. Oh, Rucksack. Ach, nicht da rein. Da. Da ist er. Genau. So. Jetzt wollte ich ja mit euch die eine Quest machen und zwar besuche die Mine. Dann laufen wir mal schnell dort zur Mine hin und gucken, was es da so Schönes gibt. Bis gleich. Okay, und wir sind in der Mine. So, ich nehme meine Taktik. Anschleichen, schießen, weglaufen. Okay, und Schleichen. Hier der nur noch 11 Leben, der ist da. Da ist doch einer. Okay. Der 13, der ist da. Perfekt. Weiter geht's. Ey, spuck mich nicht an. Da kommt die spannende Musik. Schleichen. Was für ein Zombie ist das? Oh, da rennt der mir her. Da brauche ich ein bisschen Platz zum Laufen. Verbandskasten mit habe. Meine Handschuhe sind kaputt. Okay. Ein Zombie da oben weg. Wow. Zombie und ein Wolf. Dann erstmal die Truhe zerschauen, ne? Okay. Es war mal ein Wolf. Was für ein Zombie ist das denn? Den habe ich doch nie gehabt.
eigentlich ein bisschen Schiss vor. Wenn ich Zombies nicht kenne, dann... Den kenne ich, der läuft schnell. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Okay. Oh, eine Quest abgeschlossen. Sogar zwei Quests abgeschlossen. Schauen wir doch mal. Finde den Schatz in der Mine. Ich bin gerade in der Mine. Muss man mal rausgehen und reingehen? Nee, ich glaube nicht. So, schleichen. Ach, da ist der Schatz. Tada! Ich habe den Schatz gefunden. So. Oh, ein Hammer. Wir nehmen erstmal alles mit. Ich lagere das jetzt hier in dieser Truhe rein. Denn ich brauche ein bisschen Platz für die toten Zombies. Also das werde ich immer kriegen. Das, das, das. Das werde ich wahrscheinlich auch noch kriegen. So. Nochmal den Rest hier rausholen. Zack. Quest fertig. Auf jeden Fall sehr wichtig, die Sachen hier. Die brauche ich. Schön. Tagebuch. Abgeschlossen. Schlosser ist fertig. Hey, ich habe eine Armbrust hergestellt. Die habe ich gerade hier in der Hand. Was soll's? Stelle ich gleich noch eine her. Die Materialien für die Armbrust habe ich alles. Wo sind hier die bösen roten Punkte auf der Karte? Also hier schon mal keiner mehr. Jetzt komme ich zu dem Zombie da oben hin, ja? Da ist er. Dreh dich mal um, Dicker. Der ist langsam, der ist zu dick, der ist nicht schnell. Aber dreh dich trotzdem um. Wenn ich dich von hinten anschieße, mache ich, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden. Habe ich das Gefühl, ich weiß es nicht. Ach, der ist lahmarschig. Das schaffen wir. Der hat Filet. Nice. Nice. Mal ein bisschen schneller laufen. Und 21 kriege ich immer noch nicht mit. Meine Keule. Obwohl die macht, glaube ich, 25 Schaden war das. Schauen wir gleich mal an. Macht die 29. Hätte ich vielleicht doch noch geschafft, wenn er eine schwache Rüstung hat, aber ich weiß es nicht. So, wieder schleichen. Schleichen? Da ist ein Zombie. Der ist scheiße. Der ist scheiße. Den kenne ich. Der ist schnell und macht gut Schaden. Ich bin auch schnell. Warte, ich renne einmal kurz raus. Aber kurz rausrennen. Ein Stück Kaffee nehmen von Schreck. Noch so warm. Noch so heiß. Na gut, geh mal wieder rein. Okay. Jetzt wird es kritisch. Ich packe mal den Hammer lieber zur Seite, weil ich habe später was anderes vor. So, jetzt kommt der starke Zombie. Der starke Zombie, das starke Zombie, die starke Zombie. Ich würde sagen, der starke Zombie. Dreh dich um. Okay, da.
Kohle, ne? Alter, jo. Jetzt muss ich erstmal eine Stunde hier wieder mich ranken. Ich hasse den hier. Der Zombie ist so kacke. Der ist so stark. Ich hab hier Level abgekriegt. Oh, und einen Schlag kriegen. Also ich habe am Wochenende viel gespielt. Ich komme so wahrscheinlich am Wochenende auf die 8 Stunden, die ich gespielt habe von Days After. Deswegen bin ich hier ziemlich weit gekommen, finde ich. Für Leute, die das Spiel wahrscheinlich täglich spielen, wahrscheinlich nicht so weit. Aber ich finde schon, ich habe hier gut. Warte mal ab, die Keule hier. Mütze ist jetzt auch schon fast kaputt. Okay, der ist lahmarschig. Ach, das war ja spuckend drin. Boah. So, erstmal weglocken. Immer noch wieder diese Taktik. Anschleichen, schießen. Erschrocken. Ich habe gerade nur so was Rotes gesehen und ich so, Schreck. Voll erschrocken in der Mine. Ja. Die nächste Quest fertig. Ich habe hier. Oh, ich habe keine Fernkampfwaffen mehr. Ich habe so viel geschossen. Ah, nee, 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 nee. Ich brauche eine Fernkampfwaffe. Ne, da ist nichts. Schauen wir mal hier nach. Die Quest ist fertig. Nichts. Die habe ich glaube ich leer gemacht, ne? Ja, genau. Die Truhe ist leer. Also, ich muss da Armbrust bauen. Die Bretter, die Seile und den Schrott habe ich alles. Cool, können wir nächstes Mal machen. Die Quest. Jetzt habe ich alles in der Basis. Ich würde sagen, ich probiere noch mal hier ein bisschen was zu scouten. Vielleicht kriege ich hier noch ein, zwei Sachen. Der hat mich nicht gesehen, gut. Der ist doch so ein Dicker. Ah, noch ein Dicker, das gibt's doch nicht.
Die Dicken sind langsam, das weiß ich, das wisst ihr auch schon. Aber die sind stark. Ah, ein Schwein. Komm her. Noch ein Schwein. Genau, komm her, komm her. Was sind da noch? Ach, der dicke Zombie ist auch auf dem Weg zu mir. Mensch. Schweine schneller wie dicke Zombie. Okay. Weg sein. Mein Rucksack ist kaputt. Und dafür habe ich mitgenommen. Upsa. Zack. Und das. Pistole, ja. Damit will ich vielleicht ein Zombie kriegen, aber nicht zwei. Probieren wir ein Zombie zu kriegen. Der ist radioaktiv. Der ist normal, den kann ich glaube ich so kriegen. Probieren es aus. Vorsichtshalber packe ich meine Tasche schon mal voll. Vielleicht sterbe ich ja und wenn ich dann sterben sollte, habe ich gleich ein paar Sachen mit. So war es das. Ihr wisst, was ich meine. Lass es sterben. Die war leer, die war leer. Hier ist noch was drin. Okay. Jetzt wird's spannend. Schnallt euch an. Okay, ich bin nur bei 6 bei Radioaktivität. Oh, ein schneller. Nee, den kann ich mir holen. Den kann ich mir. Scout. Hey, komm her. Komm her. Genau. Zack, 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 zack. Stolper. Geht doch. Zack. Zack. Und zack. Wie gesagt. Dann werden wir uns den davon auch gleich nochmal holen. So, da können wir jetzt einmal. Machen wir mit einer Pistole. Oder? Ah, den können wir auch. Ich glaube, das schaffen wir auch so. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen hier Energie laden. Warte mal, ich habe doch was zu essen. Es gibt doch viel mehr Energie. Zwei dicke Zombies da. Einmal der dicke? Ne, den kriegen wir auch so. Das war ist genau das gleiche. Hey, komm mal her. Komm mal mit.
Da wo ein bisschen Platz ist, kann man ein bisschen tanzen. Ich habe noch diese kleine Keule. Jetzt kommt der Radioaktive. Das wird ein bisschen schwieriger. Puh. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Oh. Das brauche ich auch bestimmt. Ist da hinten noch was? Was sind das für einer? Das ist der Schnelle. Der ist radioaktiv, das heißt, er ist stärker. Wenn nicht radioaktiv, der ist verseucht. Das war's dann. Das sind noch die zwei. Dann komm du mal mit. Wir schauen mal, was du machen kannst. Oh, warte mal. Ich futter lieber erstmal. Erstmal ein bisschen Energie. War kaputt, meine Mütze schon wieder. Nee, nee. Dann nehme ich lieber den dicken langsam. Kommst du mit oder nicht? Wir locken den erstmal weg. Dann rennen wir hoch zu der Kiste. Steigt auch ganz schön. Wenn ich da in der Nähe bin, geht es noch schneller. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ja, das ist schon mal sehr gut. Reicht das schon? Ich weiß es noch nicht. So, das müsste reichen. Zack, zack, hochlaufen. Kiste looten. Na gut, dann werde ich mal eine neue Armbrust basteln. Ich bin gleich wieder hier. Bitte nicht weglaufen, ja? Wir sind wieder hier angekommen. Warte mal, ausrüsten. Armbrust. Ich habe auch diese Keule mitgenommen, weil die ein bisschen mehr Schaden macht. Aber erstmal noch diese. Weil jetzt machen wir erstmal den langsamen, den radioaktiven. Da kann ich in Ruhe mit der Armbrust draufballern. Bis er mich hat, bin ich über die Berge. Und 13. Soll ich reinlaufen? Ach komm, mach mal. Warte, so. Das ging zu schnell. Jetzt wird es schwieriger. Jetzt sind wir die Pistole und diese Keule. Da ist er. Ich bin schneller, ich bin schneller. Locker machen können. Also das war ja schon alles hier. Dann jetzt einfach die Kisten alle looten. Jetzt habe ich so viele Sachen hier mitgenommen, die ich gar nicht brauche. Pferdchen, du musst mir was abnehmen. Diese Hose. So ein Mist. Kann ich noch nicht mal hier richtig abfahren jetzt. Muss ich denn noch mal hierher laufen? Schwefel brauche ich für mein Schießpulver.
irgendwas mitnehmen. Das, okay. Die war leer. Ja. Das ist alles. Zum Farm geht nichts, Rucksack voll. Na gut, dann zeige ich euch jetzt mal meine Basis. Hat sich ein bisschen geändert. Nicht viel, nur ein ganz bisschen. Also von Aufbau hat sich nichts geändert. Das hat sich nur ein bisschen geändert, weil zwei neue Sachen dazu gekommen sind seit dem Wochenende. Und da haben wir gleich hier vorne am Anfang ein Erste Hilfe. Dingsbums. Wie ist das? Sanitätstisch, genau. Sag ich ja, Erste Hilfe Dingsbums. Gut, dann brauchen wir die nicht mehr. Die brauche ich noch. Und die beiden brauche ich jetzt auch nicht mehr. Die Mine ist schon geklärt. Da wird jetzt nichts Schlimmes mehr passieren in der Mine. Zwei miteinander falsche Taste gedrückt. Die werde ich auch noch mitnehmen. Warte mal, den habe ich schon da. Aber den werde ich mitnehmen, die Axt. Eine neue Brust. Und da können wir Erste Hilfe auch reinpacken. Essen brauche ich ein bisschen. Okay. Was hat denn... Oh, Schrott, das brauche ich. Muss ich mir anschauen. Bis gleich. Okay. Da sind wir wieder. Den Schrott mitnehmen. Was hat er noch gehabt? Nee, das brauche ich nicht. Noch nicht. Später vielleicht. Die ist voll. Hier. Geht nichts rein. Hier. Ups, auf falsche Richtung. Nee. Das rüber. Das kommt später, später. Getränk später, Fett später. Das andere kommt dann später. Achso, das Pferd hatte eine Hose gehabt. Nicht wieder vergessen. Ich vergesse gerne. Jetzt wollte ich gegen der Truhe kämpfen. Dann machen wir erstmal den da rein, das. Bisschen sortieren. Machen wir so. Nichts dabei. Ja, eigentlich, ich brauche gar nicht nachschauen, weil ich weiß, dass da nichts dabei ist. Ich kenne ja schon die Sachen, die ich ungefähr brauche. Und ich habe nichts in der Tasche. Und hier unten den Tisch habe ich neu. Das ist der zum Waffen herstellen. Der Waffentisch. Hier könnt ihr was reinschmeißen. Ne, dann bauen wir dann. Zack. Nichts. Hier könnte ich Fett reinschmeißen. Tun wir das mit. Das war es, mehr kann ich machen. Ja. Ich nehme die nochmal mit, die 5 Kürbisse. Sicher, sicher. Ist mein Hund schon ready eigentlich? Jawohl, bestatten. So. Level 1, auch nichts. Und der auch nicht. Ja,
6 Docks habe ich nur. Gut, dann haben wir hier alles. Und das geht, glaube ich, noch nicht. Nee, noch nicht. Dann jetzt die Sachen loswerden. Hier werde ich mein Holz los. Zack. Hier werde ich meinen Schrott los. Zack. Das Trinken brauche ich nicht mehr. Das brauche ich nur zum Kämpfen. Hier werde ich Leder los. Und die... Ist das Stahlspiel eigentlich oder was ist das? Schleifpapier. Stahlspiel. Schleifpapier, zack. Haben wir auch fertig. Die anderen Sachen behalte ich. Dann rennen wir schnell wieder zur Mine. Und plündern die Mine aus. Leer. Aus, leer. Leer aus. So, jetzt erzähle ich euch, warum ich die mit habe und die. Wenn ich jetzt normal auf Auto abbauen gehe oder auf Abbauen allgemein gehe, gehe ich hier ran und baue ab, dann zeigt ihr mir, nimmt er als erstes immer die stärkere Waffe, also sprich entweder die Axt oder den stärkeren Hammer. Da ich die aber schonen möchte, packe ich die erstmal hier rein und mache jetzt auf Auto. Jetzt farmt er alles ab, was er mit dem schwachen Werkzeug abfarmen kann. Was er mit dem schwachen Werkzeug nicht abfarmen kann, das lässt er stehen und läuft weiter. Und wenn alles abgefarmt ist mit dem schwachen Werkzeug, und dann gehe ich zu der Kiste hier wieder, nehme die stärkeren Sachen und fahre mit denen die restlichen Sachen. So einfach ist das. Dauert es ja mal ein bisschen länger, dadurch, dass ich dann immer wieder hin und her laufen muss. Warte mal. Okay, passt. Dadurch, dass ich immer hin und her laufen muss. Aber so mache ich nicht unnötig die starken Sachen kaputt. Warte mal, der ist kaputt, kann ich herstellen? Nee. Wieder eins hier rein, da habe ich einen Platz in der Tasche mehr frei und muss halt da hinschauen. Was könnte ich jetzt so schön nehmen? Fleisch gibt, glaube ich, 25 war das? 20. Kann ich ja jetzt schon nehmen. Gut, nehmen wir. Und dann packen wir was anderes zum Essen da rein. Ich denke die Beeren, aber die werde ich nicht nehmen. Nur damit ich den Platz mehr frei habe halt. Wenn ich hier bei 19 ankomme, dann werde ich was nehmen. Eigentlich müsste ich das ja schaffen. Glaube ich. Weil da oben ist, hier oben links, also da oben links, ist ganz schön viel mit Holz. Das wird doch ein bisschen knapp. Auf jeden Fall werde ich dann auf jeden Fall die Kürbisse nehmen.
Die geben mir zu wenig Nahrung. Ich glaube 3 Punkte. Kürbisse geben 6 Punkte. Aber nochmal hier nachschauen. Ja, was so. Muss ich gleich beim Pferd einmal rufen, weil gleich die Tasche voll ist. Ich brauchte gar nicht hier meine starke Axt und starke Axt und starken Hammer. Ah, okay. Das schaffe ich noch. Ich brauche nichts essen. Ich habe ein bisschen weiter runter wie 19. Jetzt sagt er, Tasche voll. Ja. So, Pferdchen. Hottehü, du kriegst 20 Steine. Da muss ich wegen die zwei starken Waffen nochmal hierher laufen. Das gibt's doch nicht. Das war's. Mehr kann ich nicht sammeln. Also. Die ist leer, die Truhe ist leer, die eine Truhe und die zweite Truhe hier hinten sind auch leer. Die werden ja nicht angezeigt, aber die war ja voll leer. Das weiß ich noch, können wir mal nachschauen. Dann haben wir nur noch zwei Sachen. Die starke Axt und... starke Hammer. Ja. Normal, wenn das jetzt nicht alles... Warte mal. Machen wir mal so hier. Kann man jetzt so nochmal gucken, kann ich was nehmen. Aber alles leer. Also... muss ich gleich nochmal herkommen, meine Axt und meinen Hammer holen. Und das war halt die Mine. Einmal richtig heftig erschrocken. Aber ich war auch schon mal hier in der Mine. Ich habe sie nur damals nicht ganz clear gekriegt. Da war ich noch so schwach. Jetzt schaffe ich sie. Schön. Ich werde jetzt in Ruhe nochmal alle Sachen hier ablagern. Da ist der Hammer. Die Axt. Die Bären könnte ich hier reinsetzen. Warte mal. Ja, mache ich auch. Ich brauche nur noch 15 Ziegel. Bis ich die habe, das dauert auch. Also beim Sheriff war ich auch schon. Gibt es auch nichts für mich. Oh, Steinkohle gab es da. Nice. Gar nicht mitgekriegt. 8 Stück. Boah, da muss ja... das Pferd leer machen. Hatte ich da auch noch geschaut. Stimmt, die Steinkohle habe ich da reingesetzt, ja.
Tja, Gras kommt hier nicht rein. Kein Cross. Warte mal. War das 8? 16. Egal. Das brauche ich auch nicht mehr. Das muss ich jetzt machen. Wie komme ich denn daran? In Labor muss ich das herstellen. Oder hier in 4,5er und 5er, 3,5er. Fluss der Brücke. Fluss der Brücke. Wo ist Fluss der Brücke? Das Schielsteine. Ich habe hier nichts. Supi. Und dann würde ich mal sagen, war es das für heute. Ich werde hier jetzt in Ruhe meine Sachen wegbringen. Bin ja gleich schon fertig. Ansonsten werde ich gleich noch meine Axt und meinen Hammer holen. Und dann habe ich schon für heute meine Mission geschafft. Ich habe sogar 3 Quests fertig gemacht. Den können wir ja hier wegnehmen. Zack. Und knallen wir hier rein. Supi. Hat sich hier nachgeschaut? Fleisch habe ich nicht. Das wegpacken und die Sachen, ich weiß nicht, brauche ich die? Den Molotov-Cocktail. Molotov war schwieriges Wort, wirklich. Shoot! Nichts weggeben. Alles weggegeben. Sachen noch sortieren. Zack. Und hier war Stahl drin. Hier packe ich Stahl rein, weil ich ja mit denen hier die Stahlbarre mache. Aber jetzt mache ich gerade zur Zeit die Ziegelsteine. Problem ist, ich brauche Ziegelsteine en masse und die Stahlträger auch en masse. Deswegen mache ich jetzt gerade Ziegelsteine. Wenn ich keine mehr herstellen kann, mache ich Stahlträger. Halt immer, was am meisten da ist. Jo. Hier war noch was frei. Zack. Das war's. Sag noch abholen und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.